Willkommen zurück zu Folge 21 von Die Reise ins All, was bisher geschah. Wir erkunden den Dschungel, in dem wir Bruch gelandet sind und finden umgehend Professor Heisen. Ranka Pech scheint sich wieder auf den Beifahrersitz verabschiedet zu haben. Praktisch, denn damit kann uns unser habilitierter Universalgelehrter zielgerecht nach Afrika verorten. Genauer gesagt in den Kongo, noch genauer in die vergessene Welt. Das ist laut Challenger-Theorie eine Art von der Evolution verschontes Urzeitbiotop. Die örtliche Flora und Fauna will uns natürlich mal wieder töten. Und so luchsen wir zwei Schlangenkriegern einen Totenschädel ab, den wir brav bei einem von Molchwesen bewohnten Dorf vorzeigen. Aber Pech gehabt. Dieser Schädel gehört dem örtlichen Thronfolger Prinz Kimos. Sein Bruder Prinz Nixos ist gar nicht begeistert und verdächtigt uns des Mordes. Um die Brisanz zu erhöhen, mustert und schlägt er uns ab und appliziert so eine tödliche Dosis Kontaktgift. Unsere Party hat nun 15 Minuten Zeit, ihre Unschuld zu beweisen. Diese Viertelstunde bringen wir fast vollständig mit sinnlosem Herumgesuche herum, bis wir einen Schlangenkrieger zum Interview finden. Blöd nur, dass ein Allosaurus unseren Kronzeugen zertrampelt. Aber nachdem wir Dino-Nuggets herstellen, können wir immerhin ein Beweisstück sicherstellen. Ein knöchernes Fußkettchen, das sich noch in der Umklammerung des portionsfähig mitnehmbaren Armes der Ex-Schlange befindet. Eine Schlange aufgrund fehlender Beinfortsätze keinerlei Verwendung für Fußschmuck besitzt und die Verarbeitung auf ein Prunkstück königlicher Qualität schließen lässt, genügt das auch Prinz Nixos als Beweis unserer Unschuld und er entgiftet uns. Und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Eigentlich wusste Nixos, dass nicht wir, sondern die Schlangenkrieger seinen Bruder auf dem Gewissen haben. Was ihm aber noch fehlte, war ein Beweis. Ein Beweis, den er nun seinem königlichen, aber eher pazifistischen Vater als Kriegsgrund vorsetzen kann. Unsere Party droht, sehr zur Freude von Magwitz, in einen kriegerischen Konflikt hereingezogen zu werden. Doch erst einmal dürfen wir uns in der Molchstadt umsehen und ausruhen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Folge 21 von Die Reise ins All. Wenn ihr euch fragt, Moment, das kenne ich doch, das ist nicht der Dschungel, wo wir aufgehört haben, das ist das Weltenschiff, dann liegt das daran, dass ich ein Bonuslevel übersehen habe. Das möchte ich euch gerne der Vollständigkeit halber zeigen. Genau, das befindet sich nämlich hier in westlicher Richtung. Vielen Dank an Inpace für den Hinweis. Genau, Bonuslevel. Ah, ein starker Held und genau der wird jetzt benötigt. Rette den... Die todesmutigen Wichtel. Muss ich jetzt retten? Sehr schön. Todesmutige was? Siehst du den Papagei? Ja, den sehe ich. Oben links. Von dort werden gleich die todesmutigen Wichtel abspringen. Rette sie, versuche möglichst viele zu fangen, bevor sie auf den Boden prallen. Alles klar? Okay, also der Papagei schmeißt irgendwelche Wichtel runter und die soll ich fangen. Okay. Hä? Na dann los, fang die Wichtel. Hä, hey, den habe ich doch gefangen! Schiebung! Dieses Soundsample geht mir überhaupt nicht auf den Keks! Ah! Das ist aber kritisch hier. Wieso, den habe ich auch gefangen? Die Kollision des RPG-Maker. Nicht immer von Erfolg gekrönt. Gut, das gibt nichts. Ich sag's mal, so ein bisschen Schwund ist immer, nicht? Was? Wie viele von denen passen denn in einen Papagei rein? Toll. Geschafft. Ja. Muss mal gucken, wie viel Experience. Ich habe 16 von 20. Na, immerhin. Ich sag's mal so. Für so todesmutige Wichtel war das wahrscheinlich eine ganz gute Quote. 80 Erfahrungspunkte. Genau, ich glaube, das ist wieder so, dass, wenn ich mir das hochrechne, dann gibt's für jeden gefangenen Wichtel 5 Erfahrungspunkte. Das ist so gut wie nichts. Deswegen habe ich jetzt mal in meiner Güte und Größe gesagt, dass ich jetzt diese Wichtel leider mal werde darüber lieber kein Wort verlieren, wecke ansonsten Zweifel an meiner Zurechnungsfähigkeit. Wichtel, pah, sind noch kein Umgang für einen Kavallerieoffizier. Das sehe ich in der Tat auch so, deswegen gehen wir wieder zurück in das Dorf. Ich habe einen neuen Speicherstand gemacht, falls ich die Anmoderation verkacke. So, wir sind im Dorf, da haben wir die letzte Folge unterbrochen. König, nee, Prinz Nixos und sein ehemaliger Bruder, also wahrscheinlich immer noch sein Bruder, aber das, was von ihm übrig ist. Achso, und auch da gab es den Hinweis, ich glaube, das mache ich jetzt auch nochmal, da springe ich gerade hin, die Bitte mal zu zeigen, was passiert, wenn man ohne den Schädel zu den Wachen kommt. Das zeige ich euch auch mal eben kurz. So, ich habe die beiden Schlangenmänner nebst Skelett oder Totenkopf mal links liegen lassen und begebe mich ohne diesen zu den Wachen. Mal gucken, was sie sagen. Verschwindet, Fremdlinge! Aber, meine Herren, hören Sie doch zunächst unsere wundersame... Keine Diskussion, geht! Da kann man wohl nichts machen.
Genau, das war's. Das heißt, man kommt nicht weiter, ohne das absolviert zu haben. Das habe ich aber absolviert, deswegen lade ich jetzt mal den alten Speicherstand, den alten, neuen, aktuellen Datei Nummer 3. Damit geht es jetzt weiter. Genau, wir erkunden in dieser Folge ein wenig das Dorf. Falls euch, wie immer, könnt ihr unten die Sprungmarken in der Description benutzen, wenn euch ein Segment zu langweilig ist. Ihr dürft euch in unserem Tümpel frei bewegen. Sucht ihr vielleicht etwas Bestimmtes? So 10 bis 20 neue Waffen wären nicht schlecht. Die jegliche Waffenkunst, die man in der vergessenen, verlorenen, hinterbliebenen Welt so alles macht. Benötige Unterkunft. Nehmt den Steg, der auf die östliche Plattform führt. Da findet ihr eine Hütte, wo ihr übernachten könnt, Fremdlinge. Suche gut sortierten Laden. Ich verstehe nicht, Fremde, ihr sucht was? Einkaufscenter. Zeig uns einfach eine Einrichtung, die arbeitsteilig produzierte Wertgegenstände nach der Maßgabe von Angebot und Nachfrage auf Basis allgemein akzeptierter Rechnungsgrößen anbietet. Das hat's vereinfacht. Wir haben Fisch. Nee, die Ärmsten haben noch keine spezialisierte Wirtschaft erfunden. So ein Driss aber auch. Und mit so primitiven Völkern interagieren wir hier. Das Streben nach des Geldes Glanz fehlt diesen Wilden hier noch ganz. Ja, wirklich so jetzt in den letzten Folgen mal so ein bisschen in die Poesie reingefallen. Das ist okay. Fehle mich. Jawohl. Okay, also er scheint mir so ein bisschen der Navigator zu sein. Interessant finde ich, dass hier jeweils das andere Auge, ich kann das jetzt nicht nachmachen, tut mir leid, jeweils das andere Auge mitgeht. Also kann man die Augen wohl getrennt voneinander steuern. So, super. Fragen wir ihn mal. Kann er auch Marschmusik trommeln? Hinterwäldler. Ich finde es jetzt eigentlich ganz kommod hier. Schöner, schöner Rhythmus. Fisch. Er hat sich Mühe gegeben hier mit dieser Dialogbox. Hier haben wir Harpunen. Drei Zack. Was haben wir hier? Ribbit, Ribbit. Halt! Die Hütte der Krieger darf nur von denen betreten werden, die die große Prüfung abgelegt haben. Lass mich raten, wir müssen die große Prüfung ablegen. Eine Klausur. Multiple Choice, 4 Stunden lang. Hier hätte ich ein Bonuslevel versteckt. Ich bin zu unaufmerksam. Nein, aber ich habe jetzt gesagt, so die 100 Erfahrungspunkte, die man da maximal bekommt bei diesem Wichtel-Minigame. Guckt mal in unsere Party rein, merkt man, damit kommt man nicht weit. Gut, man hätte von Magwitz an den Rand eines Level-Ups gebracht. Aber ja, alles nicht so gut. Wir gehen mal in westliche Richtung, weil uns gesagt würde, in östliche Richtung können wir uns ausruhen. Ich habe schon von euch gehört, einige sagen, ihr wäret vom Himmel gefallen. Aber das kann nicht sein. Ihr seht ganz anders aus als die anderen. Welche anderen? Hä? Welche anderen? Weit, weit entfernt soll sich ein Turm aus ganz blankem, kaltem Holz in den Himmel recken. Dort leben vielarmige Wesen, vor denen der gesamte Dschungel angstvoll raunt. Man sagt, sie seien vom Himmel gekommen, den sie in großen Gefäßen bereisen. Sind das etwa die Tentakler auf meiner Erde? Jetzt schon? Obwohl, ist es die Erde? Das ist ja die Frage. Damit habe ich ja die letzte Folge verbracht. Als ich mir das nochmal angeguckt habe, im Recap, also als ich mir das den Recap geschnitten habe, ist mir nochmal aufgefallen, dass sie sind ein bisschen zu weit gefahren. Ja? Wurde, glaube ich, gesagt. Sind wir nicht ein bisschen weit gefahren? Das heißt, theoretisch könnte es auch sein, dass wir nicht auf der Erde sind, sondern auf Merkur oder Venus. Weil das sind, glaube ich, die beiden, die vom Mars, weißt du, so die beiden Planeten, die näher an der Sonne sind als die Erde, nicht wahr? Wenn ich das richtig noch sehe. Das heißt, wir könnten uns gegebenenfalls auf einem anderen Planeten befinden. Aber das werden wir, diese Theorie, it's a game theory, die werden wir jetzt prüfen. Ich habe noch keinen mit eigenen Augen gesehen. Sie sollen jenseits des Reviers der Schlangen hausen. Da muss ich mir wie eine Dampfschneise durchschlagen. Ich nehme an, diese kriegerischen Aktivitäten, die in der letzten Folge hier so angeteasert wurden, gehen ohne unsere Unterstützung nicht vonstatten. Was erzählt man denn so von uns? Ach, das ist meist geschwätzt. Ihr habt zwar weder Warzen noch Schwimmhäute, aber so hässlich, wie alle sagen, seid ihr dann doch nicht. Vielen Dank, das ist ganz lieb. Das ist das schönste Kompliment, was ich auch immer bekomme. Hey, so hässlich bist du doch gar nicht. Das ist schön. Das ist wohl die hiesige Art einer Dame, Komplimente zu machen. Empfehle mich. Jawohl. Dieser ständige Aufenthalt im Wasser. Ich habe schon wieder dieses Reißen in den Gliedern, wenn ich doch nur etwas Löwenzahn hätte. Oh, Löwenzahn wirklich weggeben. Das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Hier wird man direkt zu Anfang zur Entscheidung gestellt, weil Löwenzahn ist eine Zutat, mit der man brauen kann. Ne? Und Brauen, habe ich gehört, gab einen Tipp aus der Community mal wieder, dass es dass man da jetzt wieder Gegenstände brauen kann und sollte, weil der nächste Laden auf sich warten lässt. Also, ich gebe mal weg.
Ich bin ja lieb, nett. Danke, damit lasse ich mich gleich beim Schamanen behandeln. Du erhältst 50 Erfahrungspunkte. War das jetzt ein guter Deal? Wir gucken mal, wie viel Löwenzahn... Ach ja, komm, wir haben 10 Stück. Wir haben deutlich weniger leere Flaschen und deutlich mehr Löwenzahn. Das passt doch. Aber ich speichere mal zur Sicherheit, nicht, dass wieder irgendetwas mich hier soft und reinlockt und sonst was. Achso, und vielen Dank auch an Fabian mal wieder. Ich habe in der letzten Folge beim Kampf gegen den Allosaurus einen nicht zu entschuldigen Fauxpas begangen. Ich habe nämlich Wabong vorbereitet und Wabong niemals ausgeführt. Das geht nämlich. Das hatte ich irgendwie nicht mehr so parat. Und Zeitdruck hat sich negativ auf meine kognitive Performance ausgewirkt. Von daher tut es mir sehr leid. Ab der nächsten Folge weiß ich, dass man Wabong auch einsetzen muss, wenn man es vorbereitet. Schön. Genau. Ich könnte jetzt reingehen und das tue ich auch. Oh, das scheint mir der große Typ zu sein. Das mache ich mal zum Schluss. Wir machen erstmal ein bisschen Erkundung. Oh, hier ist der Schamane scheinbar. Weil hier ist so ein Totenkopf-Gedöns-Maske. Und hier ist Fisch. Nicht mal ein Satzzeichen bekommt man hier. Nicht mal einen Punkt oder sowas. Hier verspeisen die Wilden wohl unliebsame Gäste. Rede nicht so einen Unsinn, Liebling. Hier wird niemand gekocht. Dem stimme ich zu. Der Topf ist dafür viel zu klein. Klein. Ja, das ist richtig. Vielleicht könnte man ja darauf schließen, dass sie sich von Fisch ernähren, wenn es Molchwesen sind. Ja, nur so eine Theorie. Jetzt haben wir hier Zeichnungen. Da ist ein Fisch drauf gemalt und das sieht unangenehm aus. Ja, hier wird ordentlich gebrutzelt. Was haben wir hier? Ein ordentliches Barbecue. Weg, weg, weg! An den Kesseln habt ihr nichts verloren! Rieche Schnaps. Schnaps, bist du dir sicher? Jawohl! Was frage ich überhaupt? Auf dem Gebiet bist du unumstrittener Experte. Möchte man sich hier also etwa negativ zu meinem Alkoholproblem äußern? Meine Zauberwässerchen weiß mir großen Einfluss zu verschaffen. Das kann ich mir denken. Ja gut, wenn er Monopol auf so fasst, dann... Ist ja gerade Karneval, als ich das hier aufnehme. Schnaps! Wehe, du naschst! Was kann man denn mit ihm? Neue Dschungelgeister, Wesen wie ihr, sind mir bisher noch nie in meinen Träumen erschienen. Was seid ihr? Gestatten von Markwitz, erlaube mir die Frage, was er hier treibt. Ich halte die Verbindung mit der Welt der Geister. Ich werfe meinen Blick in den Abgrund der Zeit. Ich weiß von kommenden Dingen. Ja, scheinbar nicht durch die Dinge, von den Dingen, die gerade durch deine Tür gekommen sind. Sie behaupten, in die Zukunft sehen zu können, mein Herr. Ist ja allerhand. Noch was? Außerdem brauche ich so manch nützliches Tränklein für den Stamm. Verlange Zukunftsblick. So, du und deine Gefährten seid ungewöhnlich. Ungewöhnlich genug, um mich zu interessieren. Also gut, ihr habt ja meine Neugier geweckt. Dann lasst sehen, was die Geister preiszugeben bereit sind. Kommt da entlang. Okay, und jetzt muss ich hier irgendwie durch dieses... Dinosaurier-Barbecue durchgucken und sowas. Still nun! Ja, ich halte die Klappe. Ist gefährlich nah an dem Soundsample, was der gute Ulf so von sich gibt. Ihr Winde, ihr Nebel, ihr Lüfte herbei! Erfüllt euren Packzeit mit Eifer dabei! Befürchte hier ganz üble Scharlatanerie. In einer Zeit, in der selbst Tote wieder auferstehen, ist mit allem zu rechnen, mein Herr. Ja, ist ein guter Punkt. Umfangt mich, Geister, tragt mich hinfort, hin zum zeitenthobenen Ort, wo sonst nur dunkle Winde wehen, lasst mich das Verborgene sehen. Oh, der Schnaps resoniert. Das ist ein Resonanzschnaps. Wie mein? Psst. Ihr müsst die Dunkelheit durchqueren, die euch von eurer Heimat trennt. Doch schlanke Glieder, die verheeren, mit Glut, die lodernd schaurig brennt. Zwei Wege winken in der Ferne, das Übel abzutun vielleicht. Und der, der wählt, der lerne, Verzicht wiegt niemals leicht. Seid mutig, tapfer und verwegen, auf welchem Pfade ihr auch reist. Der eine mit dem Licht, der andere gegen, am Ende Gleiches doch verheißt. Ja, cool, dann machen wir das doch, oder? Kommt nun bald die Prophezeiung. Das war sie, Törichter.
Die Geister haben gesprochen, nutzt das Wissen, wie ihr meint. Ja, aber ich hab's ja nicht verstanden. Ich bin dabei vom Mackwitz. Du brauchst, also im Grunde genommen musst du ein Spiel machen, ein Profi-Tipp an Real Troll jetzt hier, du musst ein Spiel machen, was so vom Intelligenzquotient irgendwo zwischen von Marktwitz also eigentlich eher sich an von Marktwitz orientiert, weil 90% der Fragen, die er sich stellt, stelle ich mir auch. Ist er irgendwie mit dem Mikrofonarm hier jetzt gerade unzufrieden, ne? Also entweder ist er mir im Gesicht, dann seht ihr mein engelsgleiches Konterfei nicht, oder aber ist irgendwie im Weg, dass ich nichts sehe. Vernünftig. Es ist aber auch ein Graus hier. Ja, dann sprechen wir nochmal mit ihm. Wünsche, Tränke zu erhalten. Aber ja, natürlich. Was darf es denn sein? Ein Stärkungsmittel, ein Gegengift oder einfach alles? Ja, komm, komm. Alles her damit. So freundlichst. Nehme alles. Ich spüre einen Hauch von Sarkasmus den Raum durchziehen. Nein. Das will ich meinen, glaubt ihr, ich hände jedem dahergelaufenen meine Tränke aus. Die gesammelte Essenz der Weisheit und Erfahrung meiner Vorgänger, pah, niemals. Erkenne einen Krämer auf 100 Schritt gegen den Wind, er will doch nur den Preis in die Höhe schrauben. Mag sein, dass ich empfänglich für eine ganz bestimmte Art von Tausch bin. Na? Bringt mir die Perle des Sees und ihr haltet alle Tränke, die ihr wünscht, alle. Alle? Alle, das ist ein Angebot, das ich bisher noch jedem gemacht habe. Aber bislang hat es noch nie mal jemand vollbracht, die Perle zu beschaffen. Versucht ruhig euer Glück. Ja, ja, wenn es weiter nichts ist, ein bisschen Perlen tauchen, das kriegt man schon hin. So, wie geht das? Will ich gleich wieder bei meiner Community im Discord rumfragen. Wie geht das? Ich weiß es nicht. So, erst einmal, diese Situation haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ich speichere nochmal, zur Sicherheit. Wir haben hier viel Fisch. Fisch. Hier? Aha, Amphibierin. Die Tümpeldämpfe sind heute wieder besonders schlimm. So trocknet der Fisch ja nie. Ja, bei der Luftfeuchtigkeit ist eher schwierig mit Trocknen. Fisch. Ja, gut. Zu einem Überfluss ist mir noch ein Beutel Klammern in den Tümpel gefallen. Schlimmer noch, er ist spurlos verschwunden. Komisch, was? Ein Beutel Klammern. Wäscheklammern. Habe ich heute auch in der Hand gehabt. Seht ihr? Das ist ja ein immersives Let's Play hier. Also ich würde hier irgendwo dahinter, würde ich was verstecken. So. Man kann sonst nicht hin, aber jetzt, weil ich das gebrained habe, kommt man da hin und dann bekomme ich eine Schatztruhe. Ja. Oha. Och, das ist ja jetzt hier wieder. Ja gut, dann suchen wir uns. So, hier. Hier habe ich einen Fisch. Mhm. Wir schieben hier durch. Hier auch. Da habe ich mich schon wieder in eine Sackgasse gespielt. Oh nee. Das dauert wieder 400 Stunden. So, aber warte. Guchts. So. Aha. Wir schieben das ganz nach hinten durch. Frische, hohe, rohe Fische enthalten übrigens viel. Ekelhaft. Ja, ein bisschen Sushi. Deswegen Sushi anzuwenden. Einzuwenden, nicht anzuwenden. Eine Verspeisung ist gegen Sushi anzuwenden. Aha. Du findest eine Pfeife und Pfeifenkraut. Sehr schön. Ich würde sagen, das habe ich gelöst hier. Ach komm hier. Fantastisch. Tja. Wir gehen mal weiter. Wir haben das jetzt hier absolviert. Dann speichern wir mal. Mal gucken, ob wir die Klammern finden. Ich schütze den Laich mit meinem Leben. Achso, das scheint mir dann... Okay, das sind Molchwesen, die ja scheinbar dann in diesen See reingeleicht haben. Hm. Gestatten von Mackwitz. Psst, erschreckt mir meine Quapplinge nicht. Quapplinge. Ich bin die Hüterin unseres Laiches. Vor kurzem sind die Quapplinge geschlüpft und nun unterweise ich sie in den wichtigsten Lektionen. Von A nach B rumzu... Also, wie reinigen Sie dieses Becken denn? Ich habe hier logistische Fragen, ne? Wie wird gefüttert? Da wird wahrscheinlich Fisch reingeschmissen oder sowas. Wovon ernähren sich Kaulquappen? Ich weiß es nicht. Lektion, was lernen die Kleinen denn? Gebt acht, Fremde. Quapplinge, nehmt Aufstellung.
tanzt den Farblingstanz, meine Kleine. Du musst von Markwitz ja begeistert sein. Also das ist ja jetzt schon, will er wahrscheinlich direkt rein rekrutieren in die Armee. So wie die Spuren. Wunderbar. Ist es nicht schön? Gut gemacht, meine Quaplinge. Goldig. Exerzieren ja beinahe so gut wie meine Grenadiere. Ich hab's doch gesagt. Okay, nicht nochmal. Nee, nicht nochmal, nicht nochmal, nicht nochmal. Das reicht so. Was haben wir hier? Eigenartig. Ja, das mit der Taxonomie. Ja, Wo geht's denn hier sonst noch hin? Also hier ist doch, hier ist der Schaman. Nee, der König. Der Vater von Nixos und Gimos. Was haben wir hier? Fisch. Aber dieser Fisch hier ist besonders. Das ist besonderer Fisch. Fischers Fritz fischt frische Fische, fischt Fritz. Ja, ich hat's beinahe. Fischers Fritz fischt frische Fische, fischt Fischers Fritz. So. Ich find's schön. Ich wusste, ich spüre Real Troll. Ich spüre ihn so langsam. Weil ich hätte jetzt einfach sagen können, guck mal, das ist die Perle da unten, oder? Ich wusste, dass irgendwo gibt es, hier ist ein Punkt jetzt, hier plötzlich. Hier haben wir jetzt plötzlich einen Punkt. Hier sind Punkte dazugekommen. Wie begeistert ich bin. Das ist plötzlich einfach, ja. Verstehe. Okay. Also ich muss sagen, es sind schon interessante Fähigkeiten, aber was soll ich jetzt tun? Müssen die schwimmen lernen? Brauche ich einen Taucheranzug oder sowas? Brauche ich eine Angel? Weil da unten rechts vermute ich ja, dass ich da die entsprechende Perle des Sees, die Seeperle, dass sich da meine Perle befindet, hätte ich jetzt gesagt. Ja, hier ist Karneval, morgen wird gefeiert, dementsprechend werde ich irgendwie Änderungen an meiner Bartmode vornehmen. Deswegen wundert euch nicht, wenn das in der nächsten Folge wieder seltsam aussieht, in meinem Gesicht. Das ist dann karnevalistischen Aktivitäten geschuldet. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist eher, glaube ich, aus Hygienegründen nicht zu empfehlen. Unterlass das bitte. Nein. Stopp. Er lässt sich aber von mir auch nur begrenzt aufhalten. Wenn man das Fleisch klopft, wird es zart, mürbe und schmilzt auf der Zunge. Okay, ja, meinetwegen, wenn du willst. Ich persönlich hätte ja Probleme damit, rohen Fisch zu essen, wo jemand vorher drüber gelatscht ist. Aber wer weiß, vielleicht ist das irgendwo auch mal wieder eine Delikatesse. Eine Schale mit kleinen, verdreckten Muscheln. Heute habe ich es mit dem K. Irgendwie ein wenig Muschelschmuck. Hier scheint man Gegengift. Aha. Ihr seid also meine Gäste. Naja, ich habe schon eigenartigere Dschungelkreaturen gesehen. Dann macht es euch mal gemütlich. Ich habe bereits frisches Wasser in die Schlafgrube eingelassen. Den Einstieg findet ihr am oberen Rand. Gute Nacht. Schlafgrube. Ah ja, sie sind ja wahrscheinlich Meeresbewohner oder halt eine aquatische Spezies. Und weil der Kimos heißt, ist jetzt die Frage, können die auch unter Wasser? Oder können die nicht unter Wasser? Das ist die spannende Frage. Und das Gehüpfe, geht das nicht tierisch auf den Sack, wenn da jemand pennen will? Dann versuch. Okay. Ist in Ordnung. Also ich persönlich hätte ja, das ist doch scheiße ungesund für die Haut, oder? Wird doch vollkommen entwässert. Ist das nicht so, dass die Taucher sich, wenn die schmieren sich da ja so alles komplett voll, weil Wasser, glaube ich, ja entwässert, ne? Und dementsprechend, glaube ich, nicht sollte das eigentlich nicht heilen. Aber es heilt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja. Okidoki.
Wir sind wieder vollständig hergestellt. Und ansonsten glaube ich, es gibt wirklich nicht viel zu tun. Außer jetzt hier gerade mal ein wenig mit dem Typen hier zu quatschen. Weil ich sonst keine Möglichkeit sehe, irgendwie, also ich habe das Pfeifenkraut, aber ich sehe sonst irgendwie keine Möglichkeit, an die Perle zu kommen. Ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Pfeifenkraut. Schmeckt, macht Mundgeruch und gelbe Haut. Na dann. Pfeife. Wo haben wir die? Ist die Pfeife ein Ausrüstungsgegenstand? Für Heisen beispielsweise. Nee, aber ich habe Pfeife und Pfeifenkraut doch erhalten, oder? Dann muss man das doch mal überprüfen. Naja. Ich sehe es nicht. Vielleicht bin ich blind. Naja. Ach, dieser ewige Wachdienst, wenn ich doch nur ein Pfeifchen rauchen könnte. Aber die liegt zu Hause und bei dem Gewühl, das meine Frau gerade veranstaltet, komme ich da nicht heran. Könnt ihr mir vielleicht irgendwie meine Pfeife und etwas Kraut holen? Ich wohne gleich im Nordwesten. Bringe Pfeife und Rauchkraut. Ich habe das wirklich aus dem Chaos ziehen können. Und ich hatte es schon verloren gegeben und mir bei einem Kameraden Rauchwerk beschafft. Wisst ihr was, behaltet die Pfeife. Ich brauche keine zweite und ihr habt einen hübschen Lohn für eure Mühe. Verdammt. Du erhältst eine Pfeife. Ah, ja. Der Professor weiß, eine gute Pfeife zu schätzen. Solange er Rauchkraut hat, kann er die Pfeife benutzen, um ein Fünftel seiner HP und MP aufzufüllen. Heißens Tabakpfeife mit Rauchkraut, Pfeifenkraut, okay. Bessert sie Laune und Energie. Das heißt, wir können ein Fünftel herstellen. Ein Fünftel der HP, so what? Aber ein Fünftel der MP ist schon mal eine gute Sache. Damit kann man dann so roundabout 45,25 wiederherstellen. Das ist vollkommener Quatsch. Ich kann nicht rechnen. Ja, so um die... Durch 5, nicht durch 4. Seht nun die majestätische Aura der Warzen des Häuptlings. So muss ein Herrscher aussehen. Wunderschön. Zum Glück habe ich mein Pfeifchen dabei, da vergeht die Zeit wie im Fluge. Toll. Stört unseren Häuptling nicht während seiner Gelage? Ja, da staunt ihr, was? Die Hütte des Häuptlings ist das imposanteste Bauwerk des gesamten bekannten Dschungels. Was mich aber nicht daran hindert, es auszuräumen. Was fällt euch ein? Nehmt eure komisch geformten Hände von den königlichen Schätzen. Also... Da sind die Schätze des Königs, weg da. Ihr stellt euch an. Ich will mir das ein bisschen ausleihen. Yo. Verzeihung. Amphos. Wie könnt ihr es wagen, mich bei meinem Gelage zu stören? Vater, du empfängst diese Fremdlinge während deines traditionellen Gelages? Sie mögen ja die sterblichen Überreste Prinz Kimos gefunden haben, aber deswegen muss man noch lange. Denen da verlange ich die Gewissheit über den Verbleib meines geliebten Sohnes. Tretet heran. Bei meinen Warzen, ihr habt die Leiche meines Erstgeborenen unseren ärgsten Feinden entrissen. Und jeder Feind der heimtückischen Schlangen ist mein Freund, sagt. Was kann ich für euch tun? Nehme etwas Aal, geräuchert. Morast und Tümpeldreck, wie kann man nur so barbarisch sein, den frischen Fisch nicht roh zu essen? Ihr Dschungelkreaturen seid schon merkwürdig, gibt es sonst nichts, was ihr euch wünscht? Eure Passage in Zivilisation. Wohin? Wovon redest du? Lassen Sie mich einmal, lieber Leutnant. Brauchen Weg, wichtig, wichtig, müssen liebe Lurche verlassen, schade, schade, aber unerlässlich. Du haben vielleicht Handelsstation von Weißem Mann gesehen, wo sein Handelsstation, sagen bitte. Also die Formung ganzer Sätze ist ihm noch verdingt. Professor Heisen. Herr Professor, sprechen ein ganz vorzügliches Eingeborisch. Großer Algengrütze, ist euer kleiner Kumplan etwas zurückgeblieben? Zurückgeblieben, ich? Na, das ist doch... Du ruhig sein, ruhig. Fein Mund zu lassen. Dann du vielleicht auch süße Leckerei bekommen. Mpf. Na bitte, ich scheine seine Sprache gefunden zu haben, aber ich weiß immer noch nicht, was ihr wollt. Wir möchten einfach nur Afrika so schnell wie irgendwie möglich verlassen und nach Hause gelangen. Afrika. Sie nennen es wohl sicherlich anders, Lurchiland womöglich, aber schämen Sie sich Ihres Unwissens nicht. Lurchiland. Lurchiland. Wenn wir nicht herausfinden, wie dieser Ort wirklich heißt, dann ist es ab jetzt Lurchiland. Auch wir hatten ja keine Vorstellung von der Präsenz einer faszinierenden Art wie der Ihren. Und das, obgleich wir nur einige tausend Meilen auseinandersiedeln. Jetzt begreife ich, ihr seid verwirrte Raumreisende. Wie bitte?
Ruhig sein. Kleines Männlein müssen still bleiben, sonst nichts zu naschen. Ach, hören Sie doch auf! Was sagten Sie da über verwirrte Raumreisende? Ihr seid offensichtlich aus einem der Himmelsgefäße gefallen und wisst nicht, wo ihr gelandet seid. Seit die Vielarmigen gekommen sind, mussten wir erfahren, dass da noch andere Welten sind. Ich sag, wir sind nicht auf der Erde. Wir sind auf Venus oder Merkur. Das wäre so die Sache. Wenn das jetzt kommt, dann gibt's wieder einen Jubelschrei. Wollen Sie etwa andeuten? Wir sind gar nicht... auf der Erde? Hä? Wie mein? Aber ja, jetzt fügt sich alles zusammen. Och, was für eine Eselei! Professor... darum haben die Vorräte auf unserem Flug nicht ausgereicht. Wir sind weiter geflogen als geplant. Na, unangenehme Sache. Und wo sind wir nun? Und die Sonne, die Sonne! Bei der Hitze und den Dämpfen habe ich gar nicht darauf geachtet, aber nun ist es klar. Sie ist viel größer am Himmel, als es schicklich wäre. Und doch muss es genauso sein. Denn die Venus ist ja auch näher an der Sonne als die Erde, sag ich doch. Ich bin stolz auf mich. Bin sehr stolz auf mich. Denn die Venus, ja, wir sind auf der Venus. Okay, verstehe. Venus, wo? Zu Ihren Füßen, lieber Freund, Sie stehen genau darauf. Belehrt von einem Frosch über Astronomie, ein schöner Gelehrter bin ich. Ich sagte doch schon, dass das Männlein etwas zurückgeblieben ist. Wer sagt uns, dass Sie nicht mit den Vielarmigen unter einer Decke stecken? Will er mir Fraternisierungsgelüste unterstellen, Kerl? Lass die Fremdlinge in Ruhe, was falsche Stimme. Lass die Fremdlinge in Ruhe, Nixos, Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Aber Vater, wir können doch wegen ein paar dahergelaufener Fremder nicht unsere Grundsätze. Schweig, Zweitgeborener! Mein Rat ist ja offensichtlich nicht mehr gewünscht. Also gut, du machst einen Fehler. Och, Nixos, stell dich nicht so an. Ach, Nixos, die Zeiten haben sich geändert. Viele Bräuche gelten nicht mehr. Doch in einem hat mein Sohn recht. Es gibt Grundsätze, die immer noch Bestand haben. Wer unsere Hilfe verlangt, muss unser unbedingtes Vertrauen genießen. Wir haben Ihnen doch schon Ihren verblichenen Sohn wieder beschafft, Herr Häuptling. Und das hat euch auch den Weg in diese Halle geöffnet, aber die Hilfe, die ihr fordert, birgt Gefahr für meinen Stamm. Darum frage ich euch, seid ihr bereit, mir zuvor einen riskanten Dienst zu erweisen? Ja, sicher! Wenn's weiter nichts ist. Zu Befehl, Euer Majestät. Deine Hörigkeit ist manchmal beängstigend, Schatz. Hört, vor langer Zeit entdeckten unsere Vorfahren den Tümpel. Um die Götter gnädig zu stimmen, opferte mein Vorfahr den Edelstein seines Ringes. Man sagt, der Stein sei in eine Muschel gefallen. Sie umschloss ihn und ließ ihn wachsen. Wir glauben, im selben Maße wie unser Stamm gedeiht, fügte auch der Stein im Inneren der Muschel zu einer herrlichen Perle heran. Ein Symbol unserer Kraft und Größe. Bringt mir die Perle des Sees, dann erfinde ich Wege, euch euren Weg zu erfüllen. Kreatur. Ja, ist unser neuer Protagonist. Gibt es irgendwelche Hinweise? Nun, ihr müsst natürlich die Muschel finden, in der die Perle bewahrt wird. Die Muschel soll groß sein, sehr groß. Man sagt, sie befinde sich an tiefster Stelle mitten im See. Ich weiß ungefähr, wo sie sein könnte. Sie werden doch bemerkt haben, dass wir keine Lurche sind. Wie sollen wir dahin gelangen? Seht es als eine Prüfung an. Das nenne ich eine große Hilfe. Eine Geschichte voller Poesie. Sie ist mehr als eine der schönsten Legenden meines Volkes. Sie ist auch eine uralte Überlieferung. Wir ziehen uns zurück. Schafft mir die Perle des Sees, dann helfe ich euch weiter. Ja. Entspann dich. Ich bin, sehr, sehr imposiert. Frage mich ernstlich, ob an die Perle heranzukommen ist. Aber, lieber Freund, denken Sie bitte etwas fortschrittlicher. Alles, was uns von der Perle trennt, ist eine Wasserschicht, richtig? Ja, warum? Also, ich meine... wenn es die Perle ist, die ich eben gesehen habe, warum gehen Sie nicht einfach die 2 Meter runter? Kurz Luft anhalten. Perle auf, fertig. Worauf wollen Sie hinaus, Herr Professor? Schwimmen! Erinnert sich noch an die Raumanzüge, die ich entwickelt habe? Wer so etwas braucht, bekommt doch auch wohl einen Taucheranzug hin, möchte ich meinen. Wollen Sie etwa aus Holz- und Binsengewächsen fertigen, Verehrtester? Wo denken Sie hin? Rund um unsere Abstützstelle liegt doch genügend Material umher. Dieser Schrott. Schrott mitnichten. Ein wenig Gerümpel mag zwar dabei sein, aber die kleinen Teile sind von Wert. Kommen Sie mit 5 handlichen Trümmerstücken, soll mir schon etwas Rechtes gelingen. Gut. Dann tun wir das. Vorher speichere ich auf einem anderen Speicherpunkt. Ich hätte nämlich gesagt, das sei da. Ich habe hier sonst nichts mehr zu erkunden. Es sei denn, ich habe wieder kolossal irgendetwas liegen gelassen. So, aber hier, das da unten scheint mir die Perle zu sein. Und ich meine, nehmen wir mal an,
von Markwitz ist jetzt so sagen wir, ist 2 Meter groß. Er ist recht groß gewachsen. Ja, guter preußischer Edelmann. 2 Meter. So, das heißt, da geht's runter, dann geht's nochmal runter, nochmal runter. Vielleicht 5, 6 Meter tauchen. Das kriegt man ja wohin. Mit einem Atemzug dann aufmachen, fertig. Im örtlichen Schwimmbad ist tiefer. Aber nee, wollen sie nicht. Also das heißt, Moment, jetzt mal ganz kurz. Also wird er das jetzt als Perle identifizieren? Nö, kein Kommentar. Fischers Fritz fischt frische Fische. Oder Perlen? Das werden wir jetzt sehen. Okay, also hier waren wir schon drin. Ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts mehr zu tun, oder doch? Ja, ansonsten habe ich ja wieder die Kommentarsektion voller kompetenter Menschen. Hier hätte man jetzt, also wenn es das Super-Detail wäre, hätte man ja jetzt eine etwas andere Dialogbox von Heisen. Aber es ist Jammern auf hohem Niveau. Also Trümmerstücke muss ich suchen. Und damit muss ich zur Absturzstelle zurückkehren. Absturzstelle. Guck, die Gegner sind respawned. Dann mache ich den Kampf doch. Level 19 von Markwitz. Dieser Kampf ging ohne größere Probleme vonstatten. Aber ja, das finde ich ein interessantes Detail, dass die Gegner respawnen. Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal ein wenig zu leveln. Das ist sonst keine Möglichkeit. Kiste, okay, in der Kiste befindet sich kein Trümmerstück. Genau, also man hat normalerweise die Möglichkeit ja nicht, irgendwie eine bestimmte Map nochmal wieder zu erkunden. Hier ist weiterhin nichts. Ich finde den Wasserfall ja ganz gut gelungen und es muss ja auch nicht immer etwas da sein. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, dass ein so diffizil und gut gestaltete Map plötzlich einfach nur so Beiwerk sein soll, ohne irgendeine Gameplay-Relevanz. Vielleicht passiert da noch etwas. Okay, hier haben wir ein Trümmerstück. Ein handliches Trümmerstück. Hier ist wahrscheinlich weiter nichts drin. Genau. Wir gucken hier mal. Dieses Trümmerstück. Ein wertloses Trümmerstück. Das ist auch wertlos. Verstehe. So, ja. Was haben wir hier? Ja, da kommen wir irgendwie nicht hin. 5 Stück. Ne, warte mal, ich habe 1 gesehen noch. Ein handliches Trümmerstück. Okay, das scheinen wohl alle nur diese Designs hier zu sein. Hier ist noch 1. So, gibt's hier unten einen Bosskampf vielleicht? Das sieht mir so danach aus. Nö. Es gab darüber hinaus den Hinweis, dass man hier so einige Gräser und so weiter noch aufnehmen kann. In Zukunft, im Moment scheint es mir noch nicht der Fall zu sein. Aber ja. Ich finde, im Moment schlagen wir uns den Umständen entsprechend ganz gut. Die Schwierigkeit der Kämpfe ist deutlich angestiegen, das kann ich sagen. Aber wenn man einmal sozusagen den Dreh raus hat, dann lassen sich die Kämpfe ganz gut absolvieren. Es ist halt kein Kampf-Heavy-Spiel, also kein Spiel, wo sozusagen die Kämpfe und das Grinden mit zum Spielgenuss gehört. Schön. Finde ich auch mal interessant. Also ansonsten ist es ja so, bei anderen Spielen habe ich deutlich mehr Kämpfe rausschneiden müssen. Man merkt es auch an den Edits. Nichtsdestotrotz, genau. Gibt es auch hier einige Dinge, die sich, einige Gegnertypen, die sich dann wiederholen. Aber ich finde, für so ein Spiel haben wir jetzt genug Schrott gesammelt und wie weiter. Sie und Ihre technische Ignoranz. Aber ich werde Ihnen schon zeigen, dass es mehr als nur Schrott ist. Wir sollten die Bauteile... Wie meine? Achso, den Schrott. Die Bauteile an eine Art Steg bringen. Immerhin müssen wir uns in schweren Anzügen ins Wasser und wieder hinaushiefen. Oder freue ich mich ja jetzt schon total drauf. Sagt ihr irgendwas Neues? Ja. So, ja. Also ja, können wir mal wieder in die Kommentarsektion schreiben, sollte ich etwas übersehen haben hier in diesem Dorf, aber ich hätte jetzt eigentlich gesagt, wir sind hier schon relativ ausführlich durchgegangen. Ein guter Platz. Ich sehe da hinten ja schon was. Nun kommen Sie schon, Bastelstunde.
Vorsicht, wie gehen Sie denn mit unserem Baumaterial um, Leutnant? Sie und Ihr Schrott können ja heiraten. Ha, im Nu werden Sie Ihre Meinung geändert haben, mein Lieber. Warten Sie ab, warten Sie ab. Reichen Sie einmal diesen Verbindungsnieten. Nein, diesen da, ja, richtig. Wenn Sie jetzt einmal das Wandblech fest... Ja, sehr schön, vielen Dank. Gut, gut, halten Sie die beiden Teile zusammen. Drücken Sie ruhig kräftig mit dem Daumen dagegen. Autsch! Pardon, aber in der Dunkelheit der szenischen Übergänge sieht man auch die Hand vor Augen kaum. Ausreden, mein Daumen sieht aus wie einer dieser Lurchfinger. Armer, armer Hasi, Matz. Warte, ich mache Puste, Puste, ist es besser? Ein wenig. Was soll das Gejammer über Gewesenes? Wir sind fertig. Er hat nicht zu viel versprochen. Donner Schlag, hätte nicht gedacht, was sie aus diesem Schrott alles fertigen lässt. Sieht höchst beeindruckend aus. Was ist es überhaupt? Ein gasführender Kompressionsapparat zum zielgerichteten Transport oxygenischer Massen. Eine Sauerstoffmaske. Hier so. Luftpumpe. Oder in der komplizierten Sprache des Laien eine Luftpumpe. Hinter Ihnen stehen unsere Tauchanzüge. 1, 2, 3. Ich zähle nur 3. Haben Sie etwa einen vergessen, Herr Professor? Wie? Moment. 1, 2, 3. Nur 3. Ach, gnädigst, Sie bringen mich schon ganz durcheinander. Es hat schon alles seinen Bewenden. 3 Taucher, 3 Anzüge, so soll es sein. Einer von uns muss natürlich die Luftpumpe bedienen, während die anderen im See umhergehen. Das können nicht alle mit? Natürlich nicht. War das nicht klar? Stehen wir nicht lange herum, sondern klären die Frage gleich. 2 von uns kommen also mit Ihnen, Herr Leutnant. Wer soll in der Zwischenzeit die Pumpe bedienen? Wenn es da unten Kämpfe gibt. Ach, dann ist wieder so eine Entscheidung. Ich bin auch entscheidungsunfreudig. Wenn es da unten wieder Kämpfe gibt, dann kann ich ehrlicherweise auf die Kreatur, also eigentlich kann ich auch vom Mackwitz am ehesten verzichten, aber Eleonore ist eine Heilerin, die brauche ich. Professor Heisen macht Magieschaden, der könnte auch ganz gut sein und hat gute Statuseffekte. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, die Kreatur bleibt. Trotz der Tatsache, dass es wahrscheinlich, wenn es eine Gameplay-Geschichte ist, das heißt, es gibt ein Minispiel, wäre vermutlich am smartesten, die Kreatur mitzunehmen, weil er ja einiges schleppen kann. Aber es kann ja auch vielleicht von Magwitz. Ich lasse die Kreatur mal hier. Steckst im Bunde ist wohl am ehesten in der Lage, uns zuverlässig mit Luft zu versorgen. Gut. Bitte reduzieren Sie mich nicht nur auf meinen Körper. Oh nein, lieber Ulf, aber nun sei bitte nicht eingeschnappt. Dann auf in die Anzüge. Ihr Helm, alli hopp. Dann wären wir jetzt an der Reihe, Gnädigste, bitte nach Ihnen. Etwas überdimensioniert, fürchte ich. Sei so gut auf und setz uns die Helme auf, mein Bester. Lassen Sie uns die Luftversorgung erproben. Kreatur, sei doch bitte so gut und pumpe. Klappt. Das klingt ja beängstigend. Es funktioniert. Alle Wetter. Dann sollten wir sehen, ob die Anzüge auch wasserdicht sind. Und gütiger fast hätte ich es vergessen zu erwähnen, wir dürfen nicht zu tief tauchen. Das Material, aus dem ich die Anzüge zu fertigen gezwungen war, hat eben seine Grenzen. Wusste es, also doch Schrott. Sobald wir eine Tauchtiefe der Stufe 5 erreichen, platzen die Nähte unter dem Druck. Wir haben eine Taucheruhr dabei, das uns die aktuelle Tiefenstufe anzeigt. Stufe 5 bedeutet den Tod. Haben Sie sonst noch etwas vergessen? Können die Schuhe explodieren? Schmilzt der Helm? Hoho, das wäre ein Abenteuer, aber leider kann ich damit nicht dienen. Na dann, Abmarsch. Ich möchte vorher noch speichern. Tiefe 1, unter Wasser. Achtet auf die Wassertiefe. Jeder Abgang führt eine Tiefenstufe nach unten. Wenn ihr die Ebenen wechseln wollt, orientiert euch an den Pfeilen. Sie zeigen die Stellen an, an denen man vorsichtig auf- und Abwasser klettern kann. Vorausgesetzt, man findet so etwas wie ein Seil. Klingt einfach. Prinzipiell schon, aber vergewissert ihr euch, dass ihr auch immer genügend Seile bei euch habt. Liebe Zeit, dann gehen wir lieber auch immer sicher. Sehr schön, man speichert. Ich mach das jetzt noch. Moment, hä? Algenwerk. Mit Algenwerk kann man bestimmte Dinge tun. Leer. Nur wer traut sich, seinen Finger da reinzuhalten? Schatz, das war ein Scherz. Habe ich hier irgendwie ein Zeitlimit oder sowas? Oha.
Was auch immer das jetzt hier gebracht hat. Die Musik stresst dezent. Okay, also ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick darüber verschaffen, was man hier jetzt so alles aufnehmen kann und was nicht. Und ich gehe jetzt mal hin und ich renne mal in die Qualle rein. Okay, die ist nur Beiwerk. Okay, verstehe. Ich dachte, das ist irgendetwas Spezielles. Okay, kann ich das jetzt... Nein, ich kann es nicht wieder an mich nehmen. Verstehe. Okay, hierfür brauche ich also auch Algen. Und hierfür brauche ich den Stein. Verstehe. Okay, aber wo haben wir denn jetzt hier noch so eine fesche Alge? Die Teile kann ich nicht aufnehmen. Diese hier auch nicht. Und ich kann das Ding auch nicht wieder ab... Ach hier, da ist eine. Ja, guten Morgen. Das heißt, hier kann ich dann hoch. Das kann ich dann hier reinschieben. Dann komme ich hier wieder runter. Das wäre natürlich schön, aber hier ist die nächste direkt. Tiefe 2, hier kann ich dann rüber und du findest einen Druckluftkanister. Was auch immer ich damit anfangen kann. Wahrscheinlich Luft drücken. Komme ich hier irgendwo runter? Okay, hier sehe ich nämlich direkt die nächste Alge. Okay, und hier komme ich raus. Verstehe. Ich sehe mal, was hier unten noch ist. Also ich scheine kein Zeitlimit zu haben. Was mir schon mal ganz gut gefällt. Das hat hier aber alles nichts gebracht. Diese komischen fossilen Dinge hier. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was ich damit anfangen kann. Aber wahrscheinlich im Moment noch nichts. Ich nehme an, ich muss zu einem späteren Zeitpunkt hier nochmal hinkommen. Weil, ja, ansonsten sehe ich keine Option. Sei denn, hier gibt es irgendwo einen Geheimgang. Nee. Gut. Muss Ausschau halten nach diesen blauen Bommeln. Hier, diese hier. Genau die. Ja, dann machen wir das nämlich so. Kommen hier hoch. Tiefe 5 ist der Tod, so sagt man mir. Jetzt bin ich in Tiefe 3. Ein Klammerbeutel, was ist das dann? Ein Beutel voller Klammern. Oh, das hat mir ja wirklich viel geholfen hier. Okidoki. Was haben wir hier unten? Das doch. Das ist Stufe 4 und jetzt haben wir quasi dadurch eine Möglichkeit gefunden. Wenn ich hier wieder runter gehe, komme ich überhaupt runter? Nee, also hier fehlt mir noch so eine... Die Musik stresst! Haben wir denn hier noch irgendwo? Also ich hätte jetzt ganz gerne noch mal so ein... So eine Alge zur allgemeinen Verfügung. Versteht ihr? Alge, allgemeine Verfügung. Es ist einfach... Ich habe mich scheinbar gesoftlockt. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ja, ich mache das Ganze jetzt nochmal und versuche mal smarter mit meinen Algen umzugehen. So, hier unten war ich noch nicht. Das werde ich mal erkunden. Hallo? Friend? Okay. Hier habe ich doch irgendwo eine... Ach, fuck. Okay, ich muss mal wieder hoch. Ich schmeiß den Stein mal da rein und dann komme ich da auch weiter. Sehr schön. Hier rein. Und da unten sehe ich nämlich schon die nächste Alge. Gegebenenfalls kommen wir damit weiter. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie komplett blind bin oder ob es halt einfach wenige Algen gibt und dass man sich dadurch hier in diesem Spiel, in diesem Segment softlocken kann. Hier ist auf jeden Fall eine weitere Alge. Okay, was haben wir hier? Nee, das ist nichts Spezielles. Dann nehmen wir das mal mit. Oh!
Muschel erscheint. Das scheint mein Kampf zu sein. Also hab ich's richtig eingeschätzt. Die Schwierigkeit bei der Auswahl war zu gucken, okay, welchen, ja, letzten Endes, mit welcher Partyausstattung ist man sozusagen hier. Eleonore, darf, was darf sie? Ich weiß nicht. Sie macht mal Denkfix auf Heisen und Heisen macht mal. Ich glaube, die könnte, Muschel könnte, ich mach mal Schlaf. Physischer Angriff. 240 HP. Feuer und Wasser, Schläge und Rangangriffe prallen ab. Luftsprungattacken knacken die Schale. Das wäre wahrscheinlich jetzt gar nicht schlecht gewesen. Ich hätte den... Okay, also. Schläge funktionieren nicht, Ramme funktioniert nicht. Tja. Hätte jetzt natürlich mit der Kreatur ziemlich gut geklappt. Feuer funktioniert nicht, aber ich kann den Eiskristall machen. Klopf, klopf. Raustreten zum Prügel kassieren. Muschel verteidigt. Das ist okay, weil dadurch habe ich jetzt quasi eine Runde geschenkt bekommen. Wir greifen weiter an. Eleonore darf mal eine Gruppenheilung 2 machen. Einfach, weil wir es können. Wer weiß, was die in der nächsten... Ja, genau. Darauf, da hatte ich ein bisschen Angst. Aber sehr schön. Ja, der Eiskristall scheint mir die beste Strategie zu sein, so ein bisschen. Blub, blub. Ja, sehr schön. Dieser Kampf ist absolviert. 175 Erfahrungspunkte. Heisen hat Level 19 erreicht. Das ist doch herzallerliebst. Wasserangriff habe ich noch nicht. Die Muschel ist aber leer. Schade. Aber dafür habe ich Erfahrungspunkte bekommen. Ja, also im Grunde genommen hat mir das hier nichts gebracht, außer einen Kampf. Aber die Erfahrungspunkte, wie gesagt, nehme ich mit. Und ein einzelner Gegner, das ist halt so ein Balancing-Thema, was ich habe. Das Ding sieht mir auch fies aus. Das ist halt so ein Balancing-Thema, was ich habe. Dass halt die Sidequests und die Bonus-Level eigentlich kaum Erfahrungspunkte bringen. Hier kann ich auf jeden Fall schadfrei runter, glaube ich. Oder? Ja, muss ich sogar. Um in die nächste Map zu gehen. Ja, das müssen wir mal sehen. Gut. Dann haben wir das hier. Algenwerk. Gut, also ich würde sagen, dann investieren wir mal. Ich speichere zur Not nochmal. Eine der Algen hierfür. Und dann überlegen wir gleich, ob das eine gute Idee war. Ich bin in Tiefe 3, da muss man drauf achten. Ein Klammerbeutel. Ich weiß immer noch nicht, was der bringen soll oder ob der was bringt. Ist das wieder ein Gegner? Hier kann ich auf jeden Fall... Sehr schön. Das heißt, wenn ich hier runtergehe, bekomme ich mal mindestens einen zurück. Das heißt, das wäre eine Investition, die sich schon mal lohnt. Gehen wir hier mal runter und speichern auf einen anderen Speicherstand. Ja, ist so ein bisschen lustiges Unterwasserreigen hier. Ich finde es gut, dass man unendlich... Was ist das? Algenwerk. Ah ja. Okay, im Moment ist meine Algenausstattung hier ist... Wer ist das denn? Also im Moment habe ich recht viele Algen. So, wir haben... wie viel Algenwerk haben wir denn? Steht hier irgendwo Algenwerk? 3 Stück. Nee, was stand da? Ich habe es nicht gelesen. In Seifholm gebrachtes Algengestrüpp. Bin ich im Moment ziemlich zufrieden mit. Wer ist er? Hummerhai. Eindringlinge. Oh. Interessante Kombination, Hummerhai. Den Kampf hatten wir auch noch nicht. Ja, ich schätze wieder ein. Eleonore darf weiter mal den... Denkfix machen auf Heisen und Heisen versucht es nochmal mit Schlaf. Wenn Schlaf greift, ist es natürlich super. Hummerhai hat mehr HP. Wasser, Ramm und Klingenwaffen.
Überraschungen. Homer High schläft ein, perfekt. Dann haben wir nämlich die Strategie, dann kann ich das gerade Gelernte mal in die Tat umsetzen. Wir machen nichtsdestotrotz mal die mittlere Heilung auf... Nee, die Gruppenheilung ist super. Ich nehme mal den Eiskristall, warum nicht? Einsatzbereit in 2 Runden. Das ist gut. Ja. Schusswaffen war jetzt nicht angekündigt, dass das... Nee, das war aber auch zu spielen. Ab der nächsten Runde Fähigkeit war Bonk einsetzen. Kein Bedarf nach Hummer, bin auch kein Franzose. Oh, er wacht auf. Kritischer Treffer. Blub, wir haben Status war Bonk. Riskante Kavalleristenattacke. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gönnen dem mal. Aua! 82! Aber 106 HP. Das wäre wahrscheinlich gegen den Allosaurus nicht schlecht gewesen. Eleonora hat auf jeden Fall Level 19 erreicht. Einen Hummerpanzer. Was kann man denn damit machen? Kann ihn ausrüsten. Oh, selbst Eleonore und Heisen können den ausrüsten. Ja, dann will ich einfach sagen, weil Heisen weniger hat. Ja, das ist dort gut aufgehoben. Das hat sich sehr definitiv gelohnt. Hier. Es wäre fantastisch, wenn wir noch ein paar Hummerhaie bekommen. Also das ist die legendäre Ebene 4. 5 meine ich, Quatsch. Ja, zählen, schwierig. Aber das ist schön. Was haben wir denn hier? Hier ist irgendetwas. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas blubbert da gefährlich vor sich hin. Okay, aber jetzt können wir doch... Ah, da haben wir auf jeden Fall noch so eine Alge. Das heißt, da bin ich netto auf dem gleichen Weg. Speichere mal. Mal gucken, was das tut mit mir. Aua! Okay, also die Muschel, das kennen wir bereits. Bis gleich. Ich habe eine Wundsalbe erhalten. Na, immerhin. Das hat sich eigentlich nur aufgrund der Erfahrungspunkte gelohnt. Wir haben jetzt mal noch die Möglichkeit, mit mittlerer Heilung dagegen zu arbeiten. Nee, also die 9 HP, liebe Eleonore, bist du mir bitte nicht böse. Was haben wir denn da oben? Nix. Okay. Das sah mir interessant aus. Ich kann jetzt von den Formen her nicht parsen, was es sein soll, aber ich nehme an, hier geht's eigentlich weiter. Gut. Wir sind in der Tiefe 3, das muss ich irgendwie im Blick behalten. Weil wenn ich es nicht tue, dann passiert gleich vermutlich wieder ein Unglück. Ja, ich bekomme dadurch, dass ich das hier mache, eine neue Alge. Und hier kann es sein, dass es wieder Gegner gibt. Yes! Auch dieser Kampf war in der Tat siegreich. Ja, auch hier, diese Karte bringt einem eigentlich gar nichts, außer einen zusätzlichen Kampf. Ihr wisst aber auch genauso gut wie ich, dass ich jeden Kampf mitmachen möchte, um mir die Erfahrungspunkte zu gönnen. Es ist jetzt natürlich so, dass wir ein Ungleichgewicht haben und Ulf weniger Level bekommt als meine anderen Partymitglieder. Finde ich verkraftbar, denn Ulf, ja, durch seine Fähigkeiten ist er gut. Okay, das heißt, hier haben wir das Nächste. Ich hätte mir ja irgendwie diese eine Muschel noch gerne geholt, aber ich weiß absolut nicht, wo die sich befinden soll. Ich speichere zur Not aber auch nochmal. Gegebenenfalls ist das eine Sache, wo ihr mir demnächst weiterhelfen könnt mit einem Geheimgang, falls vorhanden. Ich bin in der Tiefe 4 und muss dran denken, jetzt nicht nach unten zu gehen. Weil mich das je umbringt. Hier haben wir auf jeden Fall eine... Oh, 2 Hummerhaie. Schützt die Muscheln! Gut, den Kampf mache ich auch. Bis gleich. Auch dieser Kampf war erfolgreich. 430 Erfahrungspunkte. Keinen Hummerpanzer bekommen.
Moment! Ich probiere mal was. Ich hatte die Hoffnung, wenn man nur genügend RNG-Glück hat, dass man dann einen weiteren Hummerpanzer bekommt. Hab aber vergessen, das war ja in der Muschel drin, der Hummerpanzer, und nicht das, was die gedroppt haben nach dem Kampf. Wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen, war, glaube ich, eine gute Theorie, die sich leider nicht in die Tat hat umsetzen lassen. Welche Möglichkeiten? Also wir haben die beiden jetzt besiegt. Ich habe die Möglichkeit, nochmal hier nach oben zu gehen. Probiere ich einfach mal. Wenn das nichts bringt, dann habe ich mit Zitronen gehandelt. Also hier gibt es auf jeden Fall keine Alge mehr. Einen Muschelhelm, das hat sich dann vielleicht doch gelohnt. Was kann man da? Muschelhelm. Perlmutt plus 11. Ist deutlich besser. Heisen hat. Eleonore muss. Okay, also. Heisen hat jetzt deutlich mehr Schutz als Eleonore, aber das ist okay. Eleonore hat ein paar mehr HP. Sehr schön. Ansonsten, ja, das Level hat sich schon mal gelohnt. Unsere Party ist im Schnitt um ein Level gestiegen. Ich finde es schön, dass dieser gesamte Abschnitt kein Zeitlimit hat. Das hätte mich natürlich tödlichst genervt. Hier muss ich tatsächlich lang. Aha. Auch dieser Kampf ist erledigt. Es sieht wohl so aus, als ob wir da unten dann zu einer, sieht aus wie eine Höhle oder sowas, kommen. Keine Ahnung, irgendein Eingang. Höhleneingang. Wovor da zumindest mal einer steht, aber ich nehme an, da stehen zwei. Einer links, einer rechts. Ja, gucken ein bisschen vorbei, aber die haben die Augen ja auch seitlich. Elende Räuber, hier kommt ihr nicht vorbei. Okay, kennt ihr? Hai und Hummer zugleich im selben Panzer. Ist ja eine Art Eintopf. Das versuchen wir herauszufinden. Also die sind ab und zu empfindlich gegen Schlaf, aber... Und sie vergiften. Sie können vergiften. Das ist soeben passiert. Ansonsten ist dieser Kampf keine große Herausforderung, denn ich habe eine Strategie. Wabonk! Ich habe zwei Wundsalben erhalten, was die Frage beantwortet, was die eigentlich regulär im Kampf droppen, aber von Magwitz hat Level 20 erreicht. Und ich habe ein paar Federn gelassen. Jetzt ist natürlich die Herausforderung. Ich speichere mal hier an dieser Stelle. Wenn es nämlich einen Bosskampf gibt, könnte man vielleicht Heisens Tabakpfeife. Achso, ich habe gemerkt, da ist der Mauszeiger im Bild. Oh nein. Schmaugt genüsslich an seiner Pfeife und fühlt, wie neue Energie durchströmt. 29 und 46 Punkte. Das ist eine Zeit- oder das ist eine, sag ich mal, Ressourcenverschwendung, wenn es jetzt keinen Bosskampf gibt. Aber dieses Risiko bin ich bereit zu gehen. Was ist mittlere Heilung? Zweimal ist besser? Ja, ich glaube schon. Okay, wir haben kaum mehr HP, MP. Also die gehen uns zur Neige, aber ich habe bisher keinen Gegenstand eingesetzt, außer, ihr habt es gerade gesehen, die Pfeife. Mhm. Die Muschel ist leer. Was haben wir hier oben? Erstaunlich, erstaunlich. Das Treiben des wackeren Gesellen erfüllt den ganzen Raum mit Licht. Okay, ist es nicht gefährlich unter Wasser mit Elektro und so? Okay, ich weiß nicht, was das uns bedeuten soll. Ah, hier muss ich verschieben. Okay, also es gibt auf jeden Fall weitere Kämpfe. Das kann man schon mal an dieser Stelle sehen. Einen Muschelgreifer. Ein was? Ein Muschelgreifer. Ah. Hat zur Klärung nicht unbedingt beigetragen. Was ist denn ein Muschelgreifer? Ich nehme an, das ist etwas für unseren Kollegen. Ein Gerät, um Muscheln auf Distanz zu greifen. Interesting. Der hat keine Dialogbox. Okay, dann würde ich mal sagen, werden wir uns... Die Setzlinge gedeihen spät. Der Tankkugler wird nicht erfreut sein. Wer habe den Rest des Satzes nicht verstanden? Hummerhai. Einfache Variante, das machen wir mal eben. Sehr schön. Aha, ich bin noch vergiftet. Das darf Eleonore mal eben ändern. Ja, also die Magiepunkte machen wir ein bisschen Sorgen.
Okay, also dieser wackere Gesell füllt alles mit Licht. Oh, das sind eine Menge. Unangenehme Sache, geradwegs in einen Hinterhalt geritten. Frage mich, warum uns niemand attackiert. Könnten wir jetzt problemlos niedergemacht werden? Vielleicht unterweist du die Herren auch noch darin, wo unsere lebenswichtigen Organe liegen. Stelle hier nur Belange der Taktik fest, Täubchen. Dann nicht so von oben herab, unternehmen lieber etwas. Oh, meine Augen kaum. Hier sind die Eindringlinge, mächtiger Tanku, klar. Ihr dringt in die Tiefen meines Reiches, Fremde. Ihr raubt aus dem Innern meiner Muscheln. Naja, so dolle war es nun auch nicht, was seine Muscheln enthalten habe, da schon andere. Schweig, frecher Oberwelter. Es wird Zeit für ein Exempel. Tankkugler. Sie sind der geborene Diplomat, Leutnant. Da ist mein Bosskampf. Und ich habe kaum MP. Das ist in Ordnung. Wir machen mal Denkfix. Nee, also ich muss jetzt haushalten. Ich decke jetzt mal. Nee, mal nicht. Ich hätte mir ja vorher auch heilen können, aber das ist, wir sind Turniermannschaft, das geht schon. Was mache ich? Ich versuche Schlaf. Vor diesem Boss ist es wahrscheinlich unrealistisch. 2200. Wasser- und Rammangriffe. Feuer, Schläge, Schusswaffen. Das ist gut. Weicht aus, heißt aber, dass er schlafen kann. Aber Faustschlag 2. Der ist jetzt sicherlich überlebenswichtig. Ich hätte gerne, ich hab's schon mal erwähnt, ich hätte aber gerne Draufprügelfix. Erhöht die Geschwindigkeit, mache ich das? Nee. Schusswaffen. Sie hat eine Schusswaffe. Hm. Ich spam mal weiter Schlaf. Ja. Ja. Och, Eleonore. Jetzt habe ich aber eine Strategie. Faustschlag, Gruppenheilung und Schlaf. Nein! So viel zu, ich möchte keine Items einsetzen. Riechwasser. Ich nutze den Eiskristall, weil magische Angriffe ihn nicht wieder beleben. Ich bin wohl auf Leuchten ausgegangen, Angeber. Er ist nicht aufgewacht. Das heißt, in dieser Runde können wir uns ein wenig gruppieren. Regroupen, wie man das neudeutsch sagt. Das ist bitter nötig und wir machen mal weiter den Eiskristall. Okay. Jetzt bin ich wieder im Game. Wir nutzen mal den Faustschlag 2. Eleonore, Deckung. Und von Heisen macht... Von Heisen. Professor Heisen macht mal den Schlaf. Weil ich jetzt nämlich denke, durch den Faustschlag wieder wach. Nein. Okay. Ja, gut. Na dann. Haben wir unsere goldene Strategie. Schlaf ist fürs Balancing eine Herausforderung. Frechheit, da funkelt man bedrohlich durchs Monokel und der Bursche zeigt sich unbeeindruckt. So, jetzt nutze ich aber trotzdem mal, weil es einfach der beste Angriff ist. Oder kriege ich es hin, diesen Kampf zu absolvieren, ohne... Das wird jetzt meine Challenge. Ich versuche den Kampf mal zu absolvieren, ohne ein MP-Item, ein Balsamöl einzusetzen. Das wird natürlich jetzt gleich eine Herausforderung. Wir decken weiter. Der wacht auf. Oh, shit. So. Wir können jetzt... das nicht mehr machen. Okay, wir können... Warammen? Ich greife mal an. Eleonore darf weiter in Deckung sein. So, wir haben noch einen Schlaf. Hehehehe. Mal gucken, ob's geht. Oh, Heisen ist geschockt.
4D-Schach hier. Also hier, es ist eine Added Challenge. Ich mache, also ist mir ja nicht herausfordernd genug. Da muss ich das so machen. Ach, komm schon. Okay, sie darf jetzt nochmal die Gruppenheilung machen und Heisen kann auch keinen Schlaf mehr. Ich glaube, das ist bei Heisen fast besser, wenn er verteidigt. Sehr schön. Ja? Ach, scheiße. Was ist denn los? Der Kampf hätte vorbei sein können jetzt schon, vermutlich. Aber es wird. Aber die Ausweichrate ist was hoch, finde ich, von dem Kerl. Aber im Moment sieht es in puncto HP bei uns noch ganz gut aus. Sagte ich und dann passierte das. Okay, es blubbert. Das heißt, so langsam nähern wir uns dem Ende. Wir nähern uns aber auch dem Ende meiner Lebenspunkte. Ja, sehr schön. Ausweichen. Heisen, gib alles. Wir haben noch einen Punkt. Ja, wir müssen jetzt in Deckung gehen. Dieser zusätzliche Nervenkitzel. Ich finde ja, Eleonore macht das ganz gut. Ja, sehr gut. Ausweichen. Jawoll! Das Glück des Tüchtigen. Nein! Wir kriegen das jetzt hin. Kriegen wir das mit einer Wundsalbe hin? Das darf Heisen machen. No! Ah, schwierig, schwierig, schwierig hier. Oh. Gibt das was, Leute? Ja, physischer Angriff, sehr gut. Kommt schon! Komm, Eleonore! Come on! Eine Wundsalbe auf Eleonore noch. Nein! Nein! Och nee! Och nein! Jetzt muss ich es neu machen. Das gibt's doch nicht! Mit dem allerletzten Angriff! Ja, ich mach's nochmal neu. Bis gleich. Ciao. Man hätte ja auch richtig lesen können, hätte man festgestellt, dass Flamme effektiv gegen ihn ist. Das werden wir jetzt mal prüfen. Ja, das ist richtig. Naja, gut. Ich mach das mal wieder. Falls ihr euch fragt, warum ich mich dann doch entschieden habe, den Kampf nochmal zu machen, liegt einfach daran, 450 Erfahrungspunkte sind eine Menge. 4,5 Bonuslevel. Und ich möchte nicht, dass einer meiner Partymitglieder, also Eleonore, das nicht mitnimmt. Ich muss es optimal machen, weil ansonsten renne ich mich hier in eine Sackgasse. Ich bin ja nicht so strategisch smart, wie ihr merkt. Jawohl! So. Wieder kein Balsamöl eingesetzt. Und diesmal habe ich es geschafft, das Ganze auch zu machen, ohne dass einer der Partymitglieder gestorben ist. Eleonore hat in Folge folgerichtig Level 20 erreicht. Heisen auch, das wüssten wir bereits. Besiegt von einem Wirbeltier. Lasst uns den Rest erledigen, großer Tankluglaft. Halt! Ich weiß, was Ehre heißt. Ihr habt mich geschlagen und ich will es akzeptieren. Jetzt weiß ich wieder, wie die Stimme war. Doch werde ich nicht dulden, dass ihr tiefer in mein Reich eindringt. Sagt, was wolltet ihr hier? Ich komme, um die Perle des Sees zu suchen. Die Perle? Wir nutzen unsere Muscheln schon lange nicht mehr für diese Zwecke.
verstehe nicht recht, was er hier von sich gibt. So wird es auch bleiben. Die Geheimnisse dieser Welt bleiben euch verschlossen. Aber ich beuge mich dem Sieger und überlasse ihm seinen Preis. Ihr sollt eure Perle bekommen, Fremde. Versprecht ihr nie mehr, unsere Gefilde aufzusuchen, wenn ihr die Perle erhalten habt? Ja, Drache. So sei es, dann seht und staunt. Bisschen Magic passiert hier. Es ist vollbracht. Der Sieg gebiert die Perle. Ja, perfekt. Trotz Blitz ein Prachtstück. Nehmt sie und dann verlasst uns für immer. Du nimmst die Perle des Sees, du erhältst 175 Experience Points. Nun geht und wagt nicht noch einmal euren Fuß hier reinzusetzen. Ich empfehle mich. Das war eine Herausforderung. Na, bitte erledigt. Ist das auch die richtige Perle? Denk doch nur an die Geschichte des Häuptlings. Aber kaum, dass irgendeiner der Lurcher die Perle des Sees jemals gesehen hätte. Ich verstehe, du willst ein wenig spritzen, Schatz. Okay, jetzt muss ich wieder auf den Weg zurück begeben. Aber es scheint mir eine gute Stelle zu sein, um diese Folge zu unterbrechen. Liegt einfach daran, wir haben jetzt, also ich habe jetzt eine Menge aufgenommen, weil ich ein bisschen Backtracking ja auch noch hatte und ich habe jetzt fast eine Stunde 50 aufgenommen. Wenn ich hier in dieser Map irgendetwas vergessen habe, schreibt mir doch bitte wie immer in die Kommentarsektion oder über Discord. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Like und oder Abonnement da lassen würdet, denn, bald geht's ja weiter mit Folge 22, hoffentlich bald. Ich gehe jetzt erstmal Karneval feiern und ansonsten würde ich sagen, genau, wir sehen uns dann, wenn wir die Perle des Sees übergeben, mal gucken, was da noch für Aktivitäten in der Stadt auf uns warten. Wie gesagt, sachdienliche Hinweise, die dem Spielgenuss helfen können und der Stärke meiner Party. Gerne an mich. Ansonsten schaut wieder Folge 22 rein. Und bis dahin bleibt gesund. Bis dann. Ciao.